So Freunde, hier ist wieder euer Zerra und heute gibt's auch mal wieder von mir ein Gameplay-Commentary hier auf dem Clan-Channel. Kurz mal zum Hintergrund-Gameplay, läuft heute nochmal Black Ops 2, eine 103er Gunstreak auf Slums, natürlich Solo erspielt. Link zum Erspieler ist natürlich unten in der Beschreibung. Und zwar zuallererst soll es mal kurz, ja, um die Subboxen bei YouTube gehen. Und zwar, in letzter Zeit werden mir so wenig Videos angezeigt. Ich gehe dann auf den Kanal, wo jetzt länger schon angeblich kein Video mehr gemacht haben soll. Und was passiert? Es sind 2 oder 3 neue Videos auf einmal online. Ja, ist ein bisschen abfuckend bzw. demotivierend, weil ich mache ja auch selbst Commentaries auf meinem Kanal. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlich genauso und ich bin da noch ein kleiner YouTuber, ein ziemlich kleiner. Und wenn das schon bei Großen so ist, ja, ist eine Problematik. Ich hoffe, YouTube bekommt das schnell in den Griff, weil ja, so stark ist es mir wirklich schon lange nicht mehr aufgefallen. Ich meine, ab und zu gab es immer mal so kleine Bugs und so weiter, dass mal ein Video nicht angezeigt wurde, aber jetzt so, auch der Thumbnail-Fail manchmal, beziehungsweise kam jetzt nur einmal vor, aber dann eben fast bei jedem, ist ein bisschen, ja, beschissen, aber kann man auch nichts dran machen. Ich hoffe einfach, dass sie schnell in den Griff bekommen und so wie ich YouTube kenne, wird es auch bald passieren. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also bei uns hat ja die Schule wieder angefangen und ich muss ehrlich sagen, die Lehrer machen richtig Druck. Ich bin jetzt in der 10. an Gymnasium und ja, jetzt wird natürlich darauf hingearbeitet, Ende der 10. gibt's bei uns im Bundesland so eine Prüfung. Und die Prüfung beinhaltet eben Englisch mündlich, Mathe schriftlich, Deutsch schriftlich und Naturwissenschaft schriftlich. Und ja, in Englisch, unsere Englischlehrerin, ich weiß nicht, was die wirklich hat. Also die redet wahrscheinlich auch zu Hause nur noch Englisch und träumt sogar noch Englisch und redet im Schlaf noch Englisch. Ich habe keine Ahnung. Die, wenn du nur fragst, ob man eventuell einen Tag auslassen könnte mit Lernen, ist nicht zu machen. Man kann nicht mit der Frau reden. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das bald bessern werde. Weil momentan, also die letzte Woche war schon ziemlich heftig. Da haben wir am Mittwoch, mussten wir von 6 Stunden für 5 Stunden lernen. Ich kam zumindest in einer schriftlich, musste ich ja mitschreiben und so weiter. Zum Glück kam ich in einer anderen nicht dran. Ich weiß nicht, ob ich da auch verkackt hätte oder eben nicht. Aber es ist momentan wirklich schwierig und deswegen fehlt auch momentan bei mir ein bisschen die Zeit für YouTube. Natürlich, für so ein Commentary habe ich jetzt am Wochenende mal Zeit. Aber ja, nächste Woche wird auch nochmal ein bisschen stressig. Aber ich hoffe mal, dass es dann, wenn so in jedem Fach eine Note da ist, dass da ein bisschen ruhiger zugeht. Ja, das erstmal dazu. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Sache anzusprechen und zwar wäre das Bezahlen für YouTube. Ich habe dazu ja auch schon auf meinem Kanal ein Video gemacht und ja, apropos nochmal kurz zur Schule was, habe ich auch ein Video gemacht und zwar hat eine Lehrerin bei uns einfach angefangen, ja, was heißt angefangen, also sie stand kurz vorm Tränenanfall, könnt ihr gerne mal auf meinem Video auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, ist ein bisschen Eigenwerbung, klar, aber einfach nur nochmal zur Schule. So, und jetzt gleich zum Bezahl-YouTube. Und zwar geht es darum, dass YouTube eben so ein Programm vorstellen will, beziehungsweise kam da im Artikel raus, dass die eben ja für gewisse YouTuber ein Programm machen. Was heißt für gewisse YouTuber? Eben die, wo mitmachen wollen, gilt natürlich erstmal für die Größeren. Und zwar ist da noch gar nichts sicher und so weiter. Und ich hoffe auch nicht, dass es durchgesetzt wird. Aber falls es soweit kommen sollte, muss man dann eben für YouTube-Videos beziehungsweise für das Abo auf YouTube bezahlen. Ich sage euch ganz ehrlich, dann brauche ich kein YouTube mehr, weil YouTube zeichnet aus, dass es kostenlos ist, dass jeder so viel hochladen kann, wie er will, dass es keine Grenzen sozusagen gibt und ja, dass es einfach ziemlich professionell ist. Im Gegensatz zu MyVideo. MyVideo ist einfach unübersichtlich und keine Ahnung, was gibt es denn noch? Dailymotion, Clipfish, ist doch alles Bullshit, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, deswegen hoffe ich auf jeden Fall nicht, dass es durchgesetzt wird. Ist eine schwierige Problematik, also ich denke mal, die Leute, wo auch in einem Stream von einem größeren YouTuber donaten oder wie gesagt subscriben, die werden das sicherlich auch machen, aber ich zum Beispiel, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich habe bei keinem Streamer bis jetzt donated oder subscribed, ganz einfach aus dem Grund, ich weiß nicht, warum ich dafür Geld ausgeben soll, der unterhält mich, klar, aber es ist ja immer noch meine Sache, ob ich dafür was spende oder eben nicht. Und er kriegt da sowieso genug Spenden von da aus. Ja, hat sich das schon erledigt. Das werden dann die Leute sein, die wirklich das auch höchstwahrscheinlich mitmachen werden. Ich werde da dann nicht dazu gehören, weil wenn ich dann für zum Beispiel einen Viscabasa, sag mal einfach mal, keine Ahnung, einen gewissen Betrag monatlich bezahlen müsste, um seine Videos zu sehen,
sind wir genau wie bei dieser komischen Steuer da fürs Erste und fürs Zweite im Fernsehen. Also, da bin ich dann auch raus. Ist eine blöde Situation. Ich hoffe wirklich nicht, dass es durchgesetzt wird. Ja, eure Meinung zu dem Thema mal unten in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dann natürlich ein Like da lasst. Ich bedanke mich natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Nochmal bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und dann sage ich nur noch, ich bin raus. Haut herein.